Freunde. Heute zeige ich euch, wann und wie man das Miscanthus, das Chinaschilf, zurückschneidet. Ein idealer Zeitpunkt ist auch hier Mitte Februar, Ende Februar. Im Idealfall habt ihr euer Riesen-Chinaschilf zusammengebunden über den Winter. Das habe ich leider nicht geschafft. Und jetzt im Frühling schneidet man es zurück. Man sieht, bei so großen Stöcken ist wirklich oft in der Mitte drinnen noch schön grün oder schon grün. Man kann die normale Baumschere, aber natürlich auch größere Scheren verwenden. Es geht natürlich je nach Stock auch die Heckenschere. Aufpassen, ein bisschen schneiden wird es draus immer. Also man kann wirklich schön zurückschneiden. Wichtig ist, dass man auch das wieder nicht zu spät macht, weil man dann einfach den frischen Austritt, der da in der Mitte schon rauskommt, sonst wirklich die Spitzen abschneidet. Also idealerweise macht man das Mitte, Ende Februar, einen sonnigen Frühlingstag. Ist dann optimal für den Rückschnitt diverser Gräser. Mit dem Pampasgras würde ich fast noch ein bisschen warten, aber alle anderen Gräsersorten kann man ohne weiteres jetzt schon zurückschneiden. So, das war der Rückschnitt vom Chinaschilf. Ich bin noch nicht ganz fertig, das mache ich dann ohne euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.